Im August 2019 war es wieder soweit. Koffer packen für einen einwöchigen Angelurlaub. Es ging wie im vorangegangenen Jahr auf die Azoreninsel São Miguel, allerdings zu einem Zeitpunkt, da die Wassertemperatur am höchsten sein sollte. Diese wird hauptsächlich vom Golfstrom beeinflusst, der von Mexiko her nach Nordosten zieht und vor den Azoren endet. Mit dem Golfstrom sollen noch einige tropische Fischarten vor die Inselgruppe ziehen. Im Badeort Mosteiros begrüßen uns das launische Wetter und die ebensolchen Einheimischen. Aber da wir weder zum Baden noch zu einem Smalltalk da waren, packten wir auch gleich unsere Angelausrüstung aus. Für die Hauptzielfische Amberjacks hatte ich jede Menge Spoons und Jigs einsortiert. So viel vorweg, auf Jigs hatte ich nicht einen Fisch, ja nicht einmal einen Biss. Das schließt sogar Eidechsenfische ein. Das Meer hatte über die gesamte Woche eine ziemlich starke Grundsee, an vielen Tagen und an einigen Spots damit unbefischbar. So trat ich auch an diesem Spot, den ich letztes Jahr im Juli noch problemlos befischte, lieber den Rückzug an. Aber fangen wir mit dem ersten Tag an. Da gingen wir abends an einen uns bekannten Spot in Mosteiros. Über eine Stunde warfen wir schon, bis es schließlich den ersten Fischkontakt gab. Irgendwas Kleines, oder mein Schüssel hat sich verrottet. Ich habe eben extra losgelassen, weil ich mir nicht sicher war, ob es der Köder ist, der den Widerstand macht. Hallo Meter? Sehr schön, Bläuel auf Chiselur. Der Bläuel ist die insgesamt achte Fischart, die ich mit meinem Chiselur fangen konnte. Ja, und nächsten Vormittag hatte ich tatsächlich ein Guiding auf den Azoren. Der Gast kam gut vorbereitet und gut ausgerüstet, aber es gab auch einiges zu lernen. Zunächst tauschten wir bei einem seiner brauchbaren Wobbler die von Werk aus unsinnigen Einzelhaken gegen Drillinge aus. Solche schweren Sprengringe und Einzelhaken kann bestenfalls der Big Game Fischer vom Boot gebrauchen. Vom Ufer produzieren sie einfach viel zu viel Fehlbisse. Und mit einem Bauchdrilling lässt sich der Wobbler auch viel stabiler führen. Die Grundsee war an diesem Tag extrem brutal und gefährlich. Zum Glück hatte auch mein Guiding-Gast eine Schwimmweste. Ich hätte nicht erwartet, dass unter diesen Bedingungen etwas beißt. Doch ich hatte einen Drillaussteiger und einen Fehlbiss. Zwei Tage später, an seinem letzten Urlaubstag, konnte mein Guiding-Gast erfreulicherweise das Gelernte umsetzen. Er fing einen Bluefish von 80 cm. Abends versuchte ich es noch an unserem vielversprechenden Hausstrand, jedoch ohne Aktivität, wie auch an den folgenden Tagen an dieser Stelle. Dafür gab es meist entlohnend einen wunderschönen Sonnenuntergang. Dagegen regnete es morgens fast jeden Tag. Wohlgemerkt, August und September zählen mit zu den trockensten oder sagen wir ehrlicher zu den weniger feuchten Monaten auf den Azoren. Als der Regen endlich nachließ, ging ich in die Nähe der thermischen Quellen, natürlich außerhalb des Badebereichs. Da stand plötzlich ein Beachboy in Flipflops, Shorts und buntem Plastikspielzeug und erzählte mir in Anglerschwimmweste, Handschuhen und nägelbeschlagenen Filzsohlen, dass es zu gefährlich hier sei. Ja, von Filzsohlen hat er offensichtlich noch nie etwas gehört. Schade, dass keine Außenkamera diese komödiehafte Situation aufgezeichnet hat. Aber immerhin musste ich ihn beim Rückweg nicht stützen. Ich wechselte den Spot und hatte endlich einen guten Bluefisch am Band. Doch der Drill in der rauen See und im Weißwasser und das 5 Meter über der Wasserkante gestaltete sich kompliziert.
Und dann der GAU, beim GAF-Versuch ausgestiegen. Ah, natürlich! Ponta da Ferraria ist ein weitläufiges Marineschutzgebiet. Doch das interessiert die Berufsfischer wie fast überall auf der Welt hier auch nicht. Da das Meer über den Nachmittag immer rauer wurde, gingen wir schließlich an einen Vulkansee. Ich wollte unbedingt mit einem meiner ersten Needlesticks einen Hecht fangen. Es tat sich aber leider überhaupt nichts, auch nicht auf andere Köder. Und naja, wirklich spannend ist es auch nicht, wenn man hauptsächlich am Meer fischt. Die immergrüne Landschaft auf den Azoren ist natürlich wunderschön. Vielleicht kann man sie mit ein paar Filtern noch etwas spannender machen. Aber kürzen wir das Trauerspiel an dieser Stelle doch besser ab. Schließlich entdeckte ich etwas Interessantes, was ich so vorher auch noch nicht erlebt hatte. Ein wohlgemerkt Süßwasserkrebs, der auf der Wiese saß und mir drohte. Klamotten trocknen ist auf den Azoren sicher das Thema Nummer 1. Man mag es sich kaum vorstellen, wie es hier im Winter ist, wenn es beinahe jeden Tag regnet. Doch der nächste Vormittag war heiter bis wolkig und trocken. Und so erkundete ich einen neuen Spot. Und da hing auch schon der erste Bluefish auf meinen Chisel-Lure. Jedes Mal aufregend und spannend, wenn diese Räuber den Köder an der Oberfläche verfolgen und nicht klar ist, ob sie ihn nun nehmen oder nicht. Diese ohnehin starken Kämpfer waren unter diesen Bedingungen sehr schwer zu drillen. Sie nutzen die Felsen und Strömungen gezielt für sich aus und sind in dem Weißwasser kaum zu kontrollieren. An Gaffen oder gar Keschern ist unter solchen Bedingungen nicht zu denken. Man muss die Brandung gezielt für sich ausnutzen und versuchen, den Fisch zu stranden, sofern er das zulässt. Und auch der ausgestiegen. Aber es dauerte nicht lange und da hing auch schon der nächste. Jetzt etwas vorsichtiger drillen. Ich möchte erneut betonen, dass ich Schuhe mit nägelbeschlagenen Filzsohlen trage. Wer hier in Trekking- oder gar Badeschuhen derart rumläuft, riskiert die Reise in einer Kiste zu beenden. Diese stärkere Brandungswelle schien mir geeignet, den Fisch an Land zu zwingen. Die Kreatur hatte offensichtlich gegengerichtete Instinkte. Und noch ein Versuch, jetzt aber. Niemals dem Meer den Rücken zudrehen. So lautet eine Regel, die ich hier im Eifer des Gefechts vergessen hatte. Den Fang konnte ich gerade noch sichern, dann schlitzte der Haken aus. Da schwamm der Bluefish frei im Naturschwimmbecken, das gelegentlich von der Brandung überspült wurde. Oh no! Dann wollen wir mal zu dem bissigen Fisch in die Wanne steigen. Zum Glück habe ich immer ein kurzes Klappgaff zur Hand. Aber selbst mit all diesen Hilfsmitteln, Filzschuhe, Handschuhe, Klappgaff, war es noch schwer, den Räuber dingfest zu machen. Der Kampf hatte sich gelohnt. Nicht nur das Mittagsmahl war gesichert. Abends ging es erneut an diese bluefischige Stelle. Papa! Es schien so, als wollten sie mehr spielen, als wirklich fressen. Nach derart vielen albtraumhaften Drillaussteigern braucht man erstmal einen erholsamen Schlaf. Aber bis in den Morgen schranzte ein mega Musikfestival durch das Kaff. Dazu fand ich folgende passende Geschichte.
nächsten Vormittag war vom Schnee leider nichts mehr zu sehen. Dafür strahlte ein realer Regenbogen. In den Naturschwimmbecken, die sich bei Ebbe bildeten, fanden sich zahlreiche Kleinfischarten. Hier ein großer roter Seestern. Auch meine Zehen zeigten die nächsten Tage wunderschöne Färbungen, nachdem ich versucht hatte, einen Bettpfosten wegzutreten. Und so humpelte ich dennoch zu einem Spot, der nur bei Niedrigwasser zu begehen war. Schon nach ein paar Würfen hatte ich einen dicken Fisch auf meinen Needlestick. Da der Fisch direkt nach unten abtauchte, hoffte ich auf eine Amberjack. Aber nein, doch wieder ein Bluefish, wenn auch ein ordentliches Kaliber. Das vorgelagerte Riff, auf dem ich stehe, ist unten ausgehöhlt und der Fisch versuchte ständig in die Felsen zu kommen. Ich versuchte einen besseren Winkel zu erreichen, damit die Schnur nicht an den Steinen durchscheuert. Und endlich perfekt gestrandet. Oder doch nicht? Auch der war ausgeschlitzt. Aus anglerischer Sicht war es ein richtiger Pechurlaub. Hier hatte ich mir tatsächlich durch einen Windknoten einen Rutenring aus der Fassung geschossen. Also nichts wie zurück ins Haus und das Problem beheben. Als Reparaturset sollte man immer etwas Epoxid und ein paar Ersatzrutenringe dabei haben. Über Mittag hatte der Wind mal wieder gedreht und wir mussten uns einen neuen Platz suchen. Hier montiere ich wieder meinen gelben Needlestick. Auf den blauen hatte ich kurz zuvor zwei Barracudas verloren. Und gelb wirkte noch verheerender auf diese Spezies. Und da hängt auch schon wieder einer. Nein, es ist wieder ein Bluefish.
Und auch der nutzte wieder alle Widrigkeiten zu seinem Vorteil. Im Brandungsschaum ist kaum zu sehen, wo und vor allem wie tief der Fisch ist. Ja, und auch der war ein Quick Release. Am letzten Tag sollte es auf Forellen gehen, denn ich hatte mir den bildhaft schönen Titel von Regenbogenforellen und Bernsteinmakrelen für das Video ausgedacht. Aber da aus den Amberjacks nichts wurde, musste ich auch keine Regenbogenforelle aus dem Wasser zerren. Die Idylle täuscht auch. Hinter mir steht ein halbes Dutzend Reisebusse und die Bellyboot-Fraktion planscht auch schon auf dem See herum. Fazit nach meinem zweiten Besuch auf der Azoreninsel São Miguel: definitiv Bluefish Island. Leider bekam ich wieder einmal bestätigt, was ich in meinem Buch über Anglerforen schrieb. Zu oft wird dort Halbwissen oder schlicht Anglerlatein zum Besten gegeben, wie auch in diesem Fall. In einem Forum wurde behauptet, man könne vom Ufer aus diverse Jackarten fangen. In einem anderen Forenbericht, der mir sehr nach einem Plagiat aus meinem Buch aussah, wurde dies über Goldmakrelen behauptet. Keine dieser Fischarten kann man hier gezielt beangeln. Das zeigen auch die Fänge der Berufsfischer.